Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Der Weg des Lichts heißt das nächste Kapitel. Das Heiligtum des Tempels haben wir im letzten Part erreicht. Und Elena und Jeff, also ihren Kameramann, haben wir jetzt erstmal zurückgelassen. Ob das so eine gute Idee war, war ich auch zu bezweifeln. Und sind die nicht einfach mitgekommen? Auf jeden Fall sind wir hier im Heiligtum, müssen ein gigantisches Rätsel wohl lösen. Dann einmal Prost Mahlzeit. Ein Spiegelrätsel. Wie in The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Na gut. Den könnten wir umdrehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt umdrehen sollten, die Spiegel. Kann halt ausrichten. Ne? Ich lasse das erstmal so. Wir gucken uns das Ganze erstmal von unten an. Großes, großes Rätsel hier. Muss man auf eine Statue drauf gehen. Was ist denn hier wohl verlangt? Vielleicht, dass das angestrahlt wird? Oder das da hinten? Oder das am Kopf? Das ist jetzt die Frage. Was wollen die eigentlich? Wie kommt man da überhaupt hoch? Vielleicht sollen wir erstmal generell die Spiegel nochmal versetzen. Dann öffnet sich ein neuer Weg. Wer weiß. Da unten befindet sich halt nichts. Wir haben nur die Spiegel als Anhaltspunkt. Können wir mit den Spiegeln das Licht umlenken? Ja, ach. Kann den nur leider nicht drehen. Ah doch, so. So ist sehr umständlich. Muss es dahin? Ja, wahrscheinlich muss es hier drauf scheinen. Da leuchtet das so schön. Sonst kann ich auch nicht wirklich was hier anleuchten. Also, da drauf bitte. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Ja, wenn es mehr nicht ist, ne? Nein, so geht das nicht. Die Frage ist, können wir den Spiegel so ausrichten, dass er diesen Spiegel anleuchtet? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder der hier. Was mit dem? Nee. So bringt das überhaupt nicht. Also irgendwie stimmt dieser Spiegel nicht. Ist jetzt die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Oh, muss vielleicht das angeleuchtet werden, das große Teil? Don't know. Oh, wird das sogar angeleuchtet, wenn wir da den anleuchten? Das kann sogar sein. Nee. Es geht dann ganz gerade nach oben, okay. Das ist schon ein bisschen komisch jetzt. Oh, da kann ich jetzt bei der Statue was machen. Vielleicht kommt da ein neuer Spiegel raus. Wir gucken mal. So viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Zwei Spiegel, die nichts bringen und nur der eine, den wir ein bisschen versetzen können. Das war's. Und die Statue jetzt auffällig ist. Aha. Und? Ich glaube, das war's. Sieht aus, als wäre die erste Klinge an ihrem Platz. Die erste Klinge. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Ach, das war des Rätsels Lösung schon. Sieht so aus, als müsste ich darauf klettern. Drei Stück sind es, ne? Da und noch irgendwo, glaube ich. Oh mein Gott. Der Arme wird durchlöchert. Dem wird das Herz durchstochen von den ganzen Klingen dann. Frohes Mahlzeit, ich möchte nicht in deine Haut stecken, auch wenn du nur eine Statue bist. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Bessere Foltermethode könnte sich nicht mal Jigsaw ausdenken. Ja, was bringt mir das hier alles? Sehr schön, dass die Klinge jetzt hier ist. Das bringt mir alles nichts. Weil die anderen Spiegel immer noch nicht funktionieren. Leider. Was ist denn das für Mist?
Tipp. Toller Tipp. Die Klinge. Ah, da kann ich hoch, ne? Das wird sein. Dann ist die Klinge aber nicht scharf, wenn ich da einfach so dran kann. Ah, na gut. Von der Seite ist sie definitiv nicht scharf. Geschafft. Von da oben. Oh Gott. Sehen wir vielleicht mehr. Ist aber auch ein geiles Rätsel, ne? Richtig cool inszeniert. Jetzt hier dran. Und weiter hoch. Gott. Wie fürs Klettern gemacht, diese Klinge. Wie immer. Irgendwo findet Nathan Drake immer seinen Weg nach oben. Ob es solche seltene Artefakte sind. Oder irgendwelche anderen Sachen. Wow. Kameraperspektive. War richtig scheiße gerade. Da könnten wir dran. Weiß aber nicht, ob das gewollt ist. Da können wir runter. Weiß ich aber auch nicht jetzt, ob das so gewollt ist. Aber einen anderen Weg sehe ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Die wollen, dass ich da rangehe. Na gut. Ich hätte jetzt eigentlich an was anderen erst gedacht. Dass wir da irgendwie hinkommen. Oder geht das so? Nee. Leider nicht. Oh shit. Nix shit, das war sogar gut. Ja moin. Ah, so kann man also hin. Jetzt ergibt alles Sinn. Ja, ich war leicht überfragt, ne? Das ist echt so ein Rätsel, wo man einfach mal gucken muss, Sachen ausprobieren muss und dann findet man schon die Lösung. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und hier müsste ein Schatz sein. Da ganz, ganz hinten, seht ihr ihn? Der erste von dreien. Drei Stück gibt es hier in diesem Kapitel. Eine Maske. Boah, die Musik ist hier mega geil. Jetzt ist die Frage... Ah, ich weiß. Ich verstehe. Die Dinger sind nur, damit wir... Also, sie sind nur dafür da, damit wir sicher hier wieder runterkommen, oder? Komme ich hier überhaupt sicher runter? Nö. Ich weiß nicht, wo die Dinger waren. Ach, ist das doof schon wieder. Weiß ich doch nicht, was ich jetzt machen soll. Hallo, wo sind die hingekommen jetzt? Ach, toll, ey. Ich weiß nie, wie ich hier wieder runterkommen soll. An das Teil komme ich ja auch nicht dran, an die Klinge. Ihr Scherzkekse. Nicht mal da komme ich mehr dran. Das ist viel zu weit oben. Ja, also man weiß jetzt wirklich nicht, was zu tun ist. Das erste Mal bin ich richtig überfragt. Ich kann mich an dieses Rätsel auch leider nicht mehr erinnern, wie es zu lösen war. Ach, da sind die Plattformen. Da sind die blöden Plattformmaschinen. Ja gut. Das erklärt natürlich einiges. Dann weiß ich wieder, wie es weitergeht. Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten. Verstanden. Gut gemacht. Okay. So, jetzt können wir diesen Spiegel nutzen. Teamwork. Das ist hier alles, was zählt. Okay, was jetzt? Warte. Gibt es hier irgendwas zu anleuchten? Das hier zum Beispiel. Ja. Was bringt es? Oh! Es ist schon die Lösung gewesen. Und das reflektiert das zu diesem Face. Mit Hilfe des Schlüssels können wir jetzt tatsächlich die zweite Klinge runterholen, oder? Das war's. Ja. Sehr, sehr gut. Da fehlt nur noch jetzt der dritte. Hab's. Und schon sind wir wieder am Anfang. Doch was nun? Ah, ich sehe schon. Der Spiegel ist neu. Nee, den hatten wir ja. Der ist neu dann. Okay. Was soll ich hiermit machen? Ah, ich kann den so weit ausrichten? Ich komme aber gar nicht so weit, wie ich dachte. Das bringt auch nichts mehr. Hier kann ich auch nichts bewirken.
Das hat Chloe einfach nur benutzt eben, ne? Das bringt letzten Endes nichts. Na gut. Versuchen wir nochmal da hoch zu klettern. Vielleicht können wir jetzt nach rechts. Okay. Nur noch eine probieren Klinge. Geht über studieren. Oh Gott. Das ist ja noch komplizierter geworden. Jetzt zusammengekommen sind hier die Klingen. Doch welche ist jetzt neu? Lass dich mal Filter fallen. Ah ne, da komme ich glaube ich gar nicht so lang. Okay, dann halt nicht. Ja. Oh nee, ey. Stell es hier auch wieder an, ey. Wie ein verschimmeltes Butterbrot. So. Kommen wir nun dahin, wo ich denke, dass wir da hinkommen. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Ich hasse es. Mann, und alles wieder von vorne, ne. Mann, der rutscht da so einfach runter, ist unglaublich. Ich weiß ja nicht mal, ob das richtig ist, verdammt nochmal. Ich weiß jetzt echt nicht, was zu tun ist. Also das Rätsel, das ist echt eine Kopfnuss. Ich weiß ja nicht mal, ob wir da überhaupt hin sollen. Aber eben waren wir an dieser Statue. Da haben wir was ausgelöst. Dann gehen wir mal an diese Statue, wenn das überhaupt geht, ne? Es gibt ja nicht mal ein Feedback von wegen, ja, da muss ich jetzt hin, richtig. Das vermisse ich so ein bisschen. Wir probieren es einfach nochmal. Wenn es da nicht geht, weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Mehr als das sehe ich jetzt auch nicht. Oder? Gucken wir mal einfach. Hier jetzt nicht zu voreilig zu sein. Das wäre ganz geil. Die Kameraperspektive ist auch komisch. Guck mal. Auf einmal nach vorne sprintet, ohne dass ich es will. Ja, jetzt. Jetzt hat er's. Ja, moin! Na, Vorsicht, du wirst leicht drehen, ne? Wie krieg ich dieses Auge auf? Vielleicht mit Schießen? Oh, ne, nicht die Magnum. Oh, wir müssen die Magnum nehmen. Schön Magnum-Schüsse, ey. Ich wein gleich. Holy shit. Bricht wieder alles zusammen, ey. Jetzt müssen wir hier rüber. Oder? Schlauer von hier rüber zu springen. Komm schon. Yes. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt, meine Freunde, seht ihr was richtig Asoziales. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Da ist einfach mal ein Schatz. Ja, moin. Gut, wir haben's. Und wo ist der jetzt? Oh, geiler Bug. Der Schatz ist weg. Ernsthaft jetzt? Wo ist der? Hä? Den habe ich hier runtergeschossen. Der muss doch hier sein, der blöde Schatz. Okay, der hat sich weggeglitscht. Dann mache ich das Kapitel gleich nochmal. Oder er ist unten. Naja, gucken wir mal. Das ist ja doof. Geschafft. Ich hoffe, der Schatz ist jetzt unten, ne? Da war der, der ist ja runtergefallen. Normalerweise müsste er hier sein. Ist aber nicht. Oh, es ist schon schwer genug gewesen, den Schatz zu finden, ne? Dass er jetzt weggeglitscht ist, ist nicht so cool, ne? Was auf jeden Fall cool ist, ist, dass wir jetzt alle Klingen ausgerichtet haben. Yes! Jetzt wird er durchlöchert! Es hat so weh getan, dass er seinen Mund öffnet. Ein Schmerzensschrei muss er loswerden. Und jetzt können wir hier wieder runter. Super.
Ja, aber das mit dem Schatz wurmt mich, ne? Das wisst ihr. Sonst mache ich gleich Kontrollpunkt neu starten. Wobei jetzt wahrscheinlich hier der Kontrollpunkt ist, ne? Damn. Ich kann es direkt nochmal machen. Ja. Ja, Schatz ist nicht da. Och nö, ey. Ah! Komm, bitte. Wieso? Ah, okay, jetzt ist er da. Aber der scheint ein bisschen verbuggt zu sein, dieser Schatz, ne? Boah, zum Glück gibt's diese Funktion, ne? Also das finde ich nicht so gut, ey. Da haben sie ein bisschen verkackt, die Entwickler. Was diesen Schatz betrifft. Ah, gut, passiert. Wir haben ihn ja jetzt. Einen weiteren Schatz gibt's gleich noch, wenn wir hier runtergegangen sind. Ja, das Rätsel war auf jeden Fall cool. Das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Dieses Typen? Ich denke schon. Wieso im Hals? Das ist doch der Mund. Na gut, wir klettern da quasi ganz tief rein, ne? Im Grunde genommen hat sie recht, die Chloe. Und Geronimo! Yeah. Und hier befindet sich schon der letzte. Der ist ein bisschen einfacher. Wuhu! Haben wir sie alle. Und nun? Das sieht auch wieder irgendwie gefährlich aus, ne? Wieso Stacheln? Wir wurden ja schon am Ende des letzten Parts fast aufgespießt. Ein bisschen Angst jetzt gerade. Ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Oh mein Gott, Kapitel 10, nur ein Ausweg im nächsten Part. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder hier an dieser Stelle, wenn wir hier versuchen rauszukommen. Ich glaube, die Leute von Lazarevich sind uns jetzt auf der Schliche. Und scheinbar müssen wir, um den Schatz zu finden, ins Schneegebirge. Und ihr erinnert euch sicherlich, wie das Spiel angefangen hat, ne? Jetzt ergibt langsam alles einen Sinn. Aber gut. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter, Leute. Bis dann und ciao.